Hallo, liebe Freunde und Whisky-Genießer, willkommen zurück. Und ihr seht, ich habe ein neues Poloshirt an. Da wisst ihr schon immer, zu welcher Destillerie wir gehen. Das heißt, vielleicht könnt ihr es lesen, vielleicht aber auch besser auf dem Glas. Wir besuchen heute die Destillerie Ben Romach. Ja, und die Flasche, die wir öffnen, auf die habe ich mich schon sehr lange gefreut. Die habe ich auch bestimmt schon 1,5 Jahre rumstehen. Es hat mir nur der Anlass gefehlt und ich denke mit euch und nach den guten Kritiken in den letzten Videos und mit der Diskussion, die ich da angeregt mit euch geführt habe, ist es die wert, einfach mal zu öffnen. Ich freue mich ja wirklich schon lange drauf. Ich habe immer keine zweite bekommen für ein Tasting, weil es ein besonderes Wood Finish ist. Und zwar haben wir hier den Sazikaya Wood Finish. Ja, Sazikaya ist ein Wein, ein Rotwein aus der Toskana, der auf absolut steinigem Boden angebaut wird. Deswegen wird er wahrscheinlich gar nicht so süß sein, aber er soll sehr fruchtig sein. Und da bin ich natürlich gespannt, was in den Whisky hier übergeht. Aber ihr wisst, erstmal einschenken, bevor ich dann noch ein bisschen was zur Destillerie erzähle, denn der Whisky braucht ja ein bisschen Zeit im Glas. Wunderschönes Kupferfarben. Ja, die Verpackung machen die immer so mit den Wood Finishes. Die, ne? Steht dann hier oben Wood Finish, so ein bisschen geprägt. Und unten dann Sazikaya. Dann haben die hier ihren Deckel. Auch gleich so, dass man das schön präsentieren kann. Wenn man möchte natürlich. Hey, wirklich wunderbar. Passgenau. Und die haben auch im Heft immer einen wunderbaren Beileger, wo sie noch mal ein bisschen was schreiben über die Herstellung und auf was sie alles Wert legen. Ja, und ihr wisst, wir haben schon drüber gesprochen, bei den Qualitätsmerkmalen. Das heißt, hier haben wir wieder eine Flasche, die nicht kühl gefiltert ist, also non-chill filtert und natural color, also naturbelassene Farbe. Deswegen können wir ja von der Farbe der Flasche des Whiskys vielleicht schon ein bisschen was ableiten. Und ja, wir haben hier den Sazikaya Finish von 2007 bis 2016. Es gibt schon wieder eine neuere Abfüllung von 2017. Das heißt, dieser Whisky hier ist 9 Jahre alt. Die neuere Abfüllung ist dann nur 8 Jahre alt. War aber dann länger in den Sazikaya Fässern. Das heißt, hier wurde eine Zeit genommen von 24 Monaten in Sazikaya Fässern. Und das ist also schon ein sehr langes Finish, muss man schon echt sagen. Und also 7 Jahre First Fill Bourbon und 2 Jahre Sazikaya Fässer. Bei der neueren Abfüllung ist es, wie gesagt, kürzer. Insgesamt nur 8 Jahre und dafür aber 28 Monate in den Sazikaya Fässern. Ja, Ben Romach ist, wie gesagt, in der Nähe, liegt in der Nähe von Elgin und im Moment in Besitz der Familie Gordon MacPhail oder des Unternehmens Gordon MacPhail. Diese haben diese Destillerie 1993 von Diageo abgekauft. Diageo hatte sie vorher stillgelegt und sogar alles abgebaut. Das heißt, es muss also wirklich neu renoviert, neu aufgebaut werden, die ganze Destillerie. Und Gordon MacPhail ist ja ein unabhängiger Abfüller, das heißt, eine Gesellschaft, die eigentlich keine Destillerie bisher betrieben hat, sondern immer nur Fässer von anderen Destillerien aufgekauft hat, hat sich einen sehr guten Namen gemacht, einen wunderschönen Laden in Elgin und weltweit bekannt durch einzigartige Abfüllungen, die es eben nur noch bei Gordon MacPhail bekommen, denn von manchen Destillerien gibt es ja gar keine neuen Abfüllungen mehr, die sind geschlossen oder was auch immer mit passiert ist. Jedenfalls haben die sich einen sehr guten Namen gemacht und irgendwann war es also die Überlegung, wie kommen wir denn immer wieder an neue Fässer? Dann haben sie die Entscheidung getroffen, wir kaufen unsere eigene Destillerie
und betreiben eben da Benromach. Das Gute, was sie da machen, legen sehr viel Wert auf Handarbeit. Sie haben auch nur zwei Brennblasen, sind relativ kleine, die produzieren so circa 500.000 Liter Alkohol im Jahr. Ich habe nur gelesen, es wurde jetzt erhöht. Wie viel genau, weiß ich jetzt nicht, aber sie sind immer noch eine relativ kleine. Also sie kommen nicht mal auf 1 Million, also von der Seite her wirklich eine kleine Destillerie. Und da wird Wert auf Handarbeit gelegt. Mittlerweile arbeiten drei Leute in der Destillerie. Und im Visitor Center, glaube ich, mindestens auch drei oder vier. Aber die eben sich um den Whisky kümmern, sind nur drei Leute. Und wird alles per Handarbeit gemacht. Die Beheizung der Brennblase wird noch mit Dampf gemacht. Also sehr aufwendig, die ganze Geschichte. Und die Lagerung, das steht, glaube ich, auch auf allen möglichen Verpackungen mit drauf, ist hier in den Dunnage Warehouses, das heißt also in niedrig gehaltenen Lagerhäusern. Dunnage Warehouses, also Lehmboden oder gestampften Boden, Lehmhäusern, wie es der eine oder andere vielleicht von der Scheune zu Hause kennt oder auf dem Dorf kennt, ist immer ganz gut für die Luftfeuchtigkeit, schön kühl, ne? Und im Hochregallager kann es ja doch auch mal wärmer werden und es ist das Klima nicht ganz so. Das heißt also, hier werden maximal drei Schichten übereinander die Fässer gelagert. Und ist also die herkömmliche Art. Und die behaupten ja, dass er eigentlich so ein Stil der Speyside von den 60er Jahren nachbilden, durch ihre Handarbeit, durch ihr Produktionsverfahren und durch die Lagerung. Tja, Gordon MacPhail hat 1998 dann wieder angefangen, am 15. Oktober, oder hat er die Distillerie eröffnet, mit dem Besuch von Prinz Charles, der also hier nicht federführend war, sondern der hier Schirmherr war zur Eröffnung. Und das wird natürlich allen Besuchern auch gezeigt. Das erste Fass, was abgefüllt wurde, hat er auch großartig unterschrieben. Ne? Also 1998, also das erste Fass in dem Jahr. Und da steht als Prinz Charles. Die Geschichte, die dazu immer erzählt wird, heißt: Prinz Charles geht wahrscheinlich davon aus, dass das Fass damit automatisch ihm gehört, aber das hat die Destillerie gar nicht vor oder Gordon MacPhail hat es nicht vor. Nur vielleicht wird er mal König, man weiß ja nicht, was noch zwischendurch passiert. Dann kann es natürlich sein, dass sie vielleicht doch noch schenken. Ne? Aber im Moment wird immer noch so ein Joke darüber gemacht, dass er also vermutet, dass ihm das Fass gehört und die Destillerie es eigentlich nicht vorhat, ihm zu geben. Von Gordon MacPhail, oder besser gesagt von Benromach, gibt es sehr schöne ältere Abfüllungen. Wir haben eine wunderbare Führung besucht bei der Distillerie und konnten also neben den Standardprogrammen, und übrigens habe ich die auch mal hier stehen. Das Schöne ist, ihr müsst gar nicht die großen Flaschen kaufen, die haben für ihre Standardflaschen, da kann ich es natürlich nicht umdrehen hier. Also die haben auch einen rauchigen, die haben einen Organic, wo sie wirklich nur Wert auf Öko legen, einen 10-jährigen und 15-jährigen und dann haben sie einen Fassstärke und wirklich wunderbares Sortiment. Mittlerweile wird immer besser. Wie gesagt, die kleinen Flaschen sind deswegen gut. Man kann die einfach mal probieren. 0,2er Flaschen sind es. Und man kann die wirklich öfter probieren, bis man dann weiß, schmeckt mir der Whisky oder schmeckt der mir nicht. Denn mit einmal probieren ist es immer so eine Sache. Da komme ich, denke mal, beim nächsten Video mal darauf, wie es mir damals am Anfang mit Bunnahäfen ging. Wenn ich nur so ein kleines Sample habe, dann ist es manchmal schwierig, mir ein richtiges Bild von der Destillerie zu machen. Ja, verwenden nur lokale Gerste, nur die besten Zutaten, Wert auf Handarbeit und das sind alles so Sachen, die es richtig sympathisch machen, wenn man auf diese Handarbeit steht. Und dann, nicht wenn man auf Handarbeit steht, sondern wenn man auf ein mit Liebe gemachtes Produkt steht. Und dann ist es noch so, die Flaschen sind eigentlich alle recht gut bezahlbar. Also sie sind jetzt nicht überdimensional teuer. Die Flasche, die wir jetzt hier haben, ist zwar nur 9 Jahre, mittlerweile kostet die, wenn man sie noch irgendwo bekommt, 70 €. Anfänglich war sie wahrscheinlich bei 60 €. Die neueren Flaschen, die Abfüllungen vom Jahr 2017, liegen so bei 55. Sind immer limitiert, so circa 7.500 Flaschen oder 7.700 Flaschen, so in etwa.
werden da abgefüllt. Und die machen also noch viel mehr in diesen Wood Finishes. Hier habe ich dann noch eine zweite Flasche mal stehen, die muss ich mal auch noch ausprobieren. Château Chissac oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Wie gesagt, ein Weinchâteau aus Frankreich. Und dann gab es noch Hermitage, glaube ich, auch ein französischer Wein. Und in solchen Weinfässern wird eben gefinisht. Und ja, sind wir jetzt natürlich gespannt. Der Whisky konnte ein bisschen atmen. Was uns hier erwartet. Slange. Wunderbare Süße kommt schon hier raus. Fruchtaromen. Alkohol kaum zu spüren. 45% hat übrigens die Flasche. Dunkle Beeren, rote Beeren. Saftige Beeren. Da läuft denn ja vorher schon das Wasser im Mund zusammen. Wie gesagt, schöne Süße. Na, jetzt noch. Wenn man die Nase weiter reinhält, merkt man dann schon eine leichte Alkoholnote. Aber es bleibt wirklich bei der Süße, bei der Fruchtigkeit. So Richtung Himbeer. Richtig rote Beeren. Richtig schöne rote Beeren. Johannisbeeren? Nee. Ja, doch vielleicht eine leichte Säure. Aber das hat man ja bei Himbeeren auch. Also so ein richtiger Waldhimbeerstrauch. Jetzt Erdbeerbohle. Kann das sein? Das war jetzt mal so ein. Was mir fehlt, es ist ich merke keine Vanille, weil im First Bourbon hätte ja Vanille mal mit sein können, aber habe ich gar nicht. Oh, das macht wirklich Spaß, daran zu riechen. Man könnte, glaube ich, da auch noch mehr finden. Und wenn du einmal auf diese Erdbeeren bist, noch nicht die ganz süßen Erdbeeren, aber so. Ich sage ja rote Beeren. Das war zwischendrin jetzt mal so ein Hauch, der. Und wenn du das einmal assoziiert hast, suchst du immer wieder danach. Gell? Also, dann wollen wir es auch mal probieren, ne? Oh, wenn man den Luft holt, kommt erstmal ein bisschen pfeffrige Note. Belegt jetzt wunderbar den Gaumen. Da könnte man wirklich leichte Rauchnote vermuten. Ich glaube, die produzieren mit 5 ppm, also minimal im Geschmack. Es könnte natürlich auch eine Würzigkeit aus dem Holzfass sein. Man verwechselt es manchmal. Und das, naja, das gehört auch immer ein bisschen Einbildung dazu, ne? Ganz klar. Jetzt auf einmal habe ich sie in der Nase. Ich hatte am Anfang wirklich überhaupt keinen Rauch. Wenn man es sich jetzt einbildet, können sie ganz leichter. Ich glaube 5 ppm oder 10 ppm. Verwenden die.
Ich habe ja schon zwei Führungen oder drei Führungen bei denen mitgemacht. Ach, ist immer wieder schön, ne? Also. Und da habe ich dann auch irgendwann mal ein Originalglas mitnehmen dürfen. Oder habe ich das sogar beim Gordon MacPhail in Elgin im Laden gekauft? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Und jetzt kommt so, je länger ich rede, und ein bisschen, da braucht wirklich Zeit. Irgendwas Milchschokoladiges. Oh, und jetzt, wo ich sage, in der Nase. Wenn du einmal da drauf bist. Also ich habe hier diese Butterscotch, was immer viel beschrieben ist. Die Butterscotch, das sind so Milchbonbons wie wer das echte. Da kommt man nicht ganz hin, aber so ein bisschen so Milchdrops. Och, na, das ist halt die Assoziation, wenn du es einmal hast. Bleibst du einfach irgendwie dabei? Jetzt im Moment finde ich gar keinen Rauch mehr, ne? Ganz klar, ist also komplett weg. Es ist nicht so süß wie Toffee, würde ich nicht sagen. Also diese Fudgers oder Toffee, das ist ja hier oben schon, habe ich meine Dosen. Also ganz so süß ist es nicht. Also ein bisschen, ja, wie diese Vollmilchtropfen, irgendwas. Gibt es die Dinger da von den Schweden hier bei diese, ne, bei IKEA, kauft doch mal so Dinger. Das ist der Geschmack. Schwedische Milchtrops, Vollmilchtrops. Die gibt es in diesen länglichen Röhren. Vollmilchschokolade. Mann, ist der gut. Also, das freut mich wirklich. Ich bin ja sowieso positiv gestimmt auf diese Distillerie. Leider hatten sie bei unserem letzten Besuch keinen Handfill oder Distillery Only, also so besondere Flaschen, die man also in der Distille mal mitnehmen kann. Oh, herrlich. Und jetzt kommt noch eine kleine Kräuternote nach. Oh Mann, ist das Ding gut. Oh, und ich habe so lange gewartet, aber mit euch macht es natürlich besonders Spaß. Vielleicht habt ihr auch solche Erfahrungen mit Ben Romach, den Woodfinches gemacht. Würde mich freuen, wenn das irgendwie kommentiert. Und ich weiß, ich treffe mich Ende April mit Miro und Ralf, mit denen ich also letztes Jahr auch gemeinsam in Schottland war. Und vielleicht ist dann noch was übrig, Miro. Dann, ich weiß, du magst auch Ben Romach. Das ist sowas, also, was man also auch für Leute kennt mit Whisky und zusammensitzt und stundenlang darüber philosophiert, ist echt Wahnsinn, oder? Vielleicht geht es euch ähnlich. Also ich kann ihn euch wirklich ans Herz legen. Probiert den mal. Ich krieg schon Gänsehaut, so gut ist der. Also ich freue mich echt, dass ich den jetzt geöffnet habe. Leider habe ich schon wirklich viel zu lange gewartet. Gebt ihm ein paar Minuten im Glas, wenn er die Flasche neu aufmacht. Oh, ich bin echt. Erdbeeren habe ich jetzt nicht mehr. Ich bleibe jetzt immer bei dieser Milch, bei diesen Vollmilchdrops. Das ist der Hammer.
Ich bin hin und weg. Also, bleib gesund. Bis demnächst. Tschüss.